Das English Theater in Frankfurt. Es ist das bedeutendste seiner Art in Deutschland und wurde 1979 eröffnet. Anlässlich des 40. Jubiläums hat das Theater nun eine eigene Straßenbahn. Das Haus hat in der Zeit eine Riesenentwicklung gemacht. Auch dank unseres Hauptsponsors COBA, neue Spielstätte 2003. Und dann ist es eigentlich immer größer geworden, höher ausgelastet, junges Publikum, vielleicht auch jetzt einen anderen Spielplan. Bisschen breiter geworden mit dem, was wir anbieten. Ich bin sehr froh. Das Design der VGF Straßenbahn spiegelt eine Auswahl an unterschiedlichsten Stücken der Vergangenheit wider. Mit auf der Bahn zu sehen ist auch ein echtes hessisches Original. Haben Sie sie erkannt? Das ist Frankfurter Kultblondine Sonja Kraus. Mich auf der Straßenbahn tatsächlich zu sehen, ist wirklich eine schöne Erinnerung an eine ganz fantastische Zeit. Denn auf so einer Theaterbühne zu stehen, muss man ja auch sagen, ist sowas von aufregend. Man hat einen Adrenalinschub, es ist unvergleichbar, wie ein Starfighter-Pilot. Und es ist jeden Abend wieder aufregend. Das Publikum ist nämlich anders. Und das ist für mich wie ein Souvenir. Ich bin stolz und denke mir so, oh. Doch nicht nur das Theater hat Jubiläum. Auch Eschborn feiert Geburtstag. Eschborn und das English Theater sind schon länger verbunden. Und so sind auch beide auf der Bahn. Wir unterstützen das English Theater seit 10 Jahren mit Brederprop der 50.000 Euro. Und ich wurde gefragt hier vom Direktor Daniel Nicolai, ob wir uns beteiligen wollen mit einer kleinen Reklamefläche hier an dieser Straßenbahn. In Anbetracht der Tatsache, dass wir nächstes Jahr 1250 Jahrfeier haben. In Kürze startet ein neues Stück am English Theater, das keinen Aufwand scheut, um wirklich Erstklassiges auf die Bühne zu bringen. Wir proben in England und wir produzieren in einem großen Spagat über den Ärmelkanal. Also in London sind die Creatives, dort wird geprobt, hier wird Bühnenbild gebaut, Kostüm und Requisite gemacht. Ja, und vorgestern sind die hier angekommen, dann ist eine ganz kurze Zeit, wo das alles zusammengebaut wird. Auch die Stadt ist stolz auf das English Theater. Dass es nun seine eigene Straßenbahn bekommen hat, ist für Oberbürgermeister Peter Feldmann nur logisch. Das Wahrnehmen von Sprache, von anderen Sprachen ist sehr wichtig. Ist auch für uns natürlich neben der Kultur auch wirtschaftlich sehr wichtig. Wir sind ja ein Handelszentrum seit alters her. Und last but not least ist natürlich der Zugang über Kultur, über Theater ein sehr leichter und ein spielerischer. Und das ist etwas, was wir genießen und freuen uns sehr, dass wir jetzt mit dieser Bahn ein Stück auch optisch diese Präsenz verstärken. Zu guter Letzt wurden die Gäste noch von Sonja Kraus und Oberbürgermeister Peter Feldmann zum Theater gefahren, um den Abend bei Sekt und geselligem Beisammensein ausklingen zu lassen.